Hallihallo, hier ist Buttercake mit einem weiteren TF2 Gameplay Commentary. Diesmal auf PL Thunder Mountain. Ich glaube, es ist die zweite Stage oder die erste, ich bin mir nicht sicher. In der Verteidigung als Demoman mit meinem Medic Ilja, der Kritzkrieg dabei hat, mit der wir jetzt gleich einigermaßen aufräumen werden. Ja, ihr seht schon am Titel des Videos. Es geht so ein bisschen darum, dass ich den Demo liebe und hasse gleichzeitig. Einfach, weil er so extrem stark sein kann. Und er ist einfach eine Klasse, die zum Campen, ermutigt. Und genau das haben wir jetzt gerade hier gemacht. Wir haben einfach unseren Crit-Charge gezündet und haben den kompletten Spawn zugestickt. Da kommt nichts mehr raus, wenn ich es sehe. Hier haben wir dann realisiert, wir schaffen es im Setup. Das Setup von Thunder Mountain dauert über 1,5 Minuten, glaube ich, noch einen Crit-Charge aufzubauen. Und was wir damit machen, seht ihr gleich. Und zwar werden wir einfach alles zerfetzen. Joa, das ist halt so eine Sache, die ich am Demo liebe. Er ist extrem stark, man kann damit extrem viel Schaden auf einmal machen. Noch viel mehr als Heavy oder als Soldier, wenn man es richtig macht. Aber genau das hasse ich daran irgendwie eigentlich auch. So, und hier ist das Setup jetzt vorbei. Ihr seht, wir werden einfach alles zerfetzen. Und BÄM! 3 Kills, nur mit diesen Sticky Chaps. Und ich habe gesagt, wir haben noch einen Shot. Das heißt, wir gehen jetzt hier rein und BÄM! 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 Noch mehr Kills! Der Killfeed ist explodiert. Hinter uns der Pyro, der uns jetzt irgendwie angebrannt hat. Scheißegal, wir haben das ganz locker überlebt. Und haben einfach so ziemlich das komplette Team auseinander. Nein, nicht das komplette. Wobei, doch, so ziemlich. Wir haben 7 Kills mit diesen Sticky Traps und dann den Stickies danach gemacht. 7 Kills, ich glaube, es waren 8 Leute im Gegnerteam. Das war auf jeden Fall verheerend. Und irgendwie habe ich das Gefühl manchmal, dass der Demo viel zu stark ist. Ich natürlich jetzt nicht, weil ich ein extrem schlechter Demo bin. Das war eine Ausnahme, diese Runde. Ich habe jetzt ziemlich gut abgeschnitten, aber das war auch ein dreckiger Spawn-Camp, aber egal. Ich habe generell in dieser Runde ziemlich gut abgeschnitten. Normalerweise überlebe ich keine 3 Minuten als Demo in diesem Gameplay hier schon. Aber er ist eben manchmal sehr, sehr stark, je nachdem Map und was die Map und das Team sind. Und was ich überhaupt nicht ausstehen kann, ist, wenn in einem Team, egal wie viele Spieler, meinetwegen komplett 12 Spieler, wenn da 2 Demos oder mehr drin sind. Ich finde, ein Demo in einem Team reicht komplett aus. Sobald es 2 sind, ist es einfach nicht mehr lustig. Dann wird gespammt und gespammt und gespammt und das Gegnerteam wird einfach komplett überrollt. Und das hasse ich. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Deswegen habe ich Class Limits auf meinen Servern. Auf dem einen ist Highlander, da darf man sowieso nur einen von jeder Klasse nehmen. Auf dem anderen sind auch Limits. Oder nee, Quatsch, auf dem anderen sind gar keine Limits mehr, glaube ich. Ich weiß nicht mal mehr. Jedenfalls liebe ich das in Highlander. Es gibt nur ein Demo hier noch. Bam! Noch mehr Kills gemacht. Mit einer Pipe den Solly. Hier war das Chunky in der Luft abgeschossen. Bin ich auch extrem stolz drauf. Treffe immer besser als Demo. Naja. Jedenfalls war es das ein ganz kleiner Clip, den ich euch zeigen wollte, weil wir uns da Minuten drüber kaputt gelacht haben, was wir da am Spawn angerichtet haben. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Tschüss!